Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Essi-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Essi-Adventskalender ist, wie der Name der Marke schon vermuten lässt, ein Nagellack-Adventskalender. Und ja, wir haben da hoffentlich nicht so wie letztes Jahr so viel Rampampam drin, sondern tatsächlich Nagellacke. Darüber würde ich mich mega freuen und vor allem auch mal in kunterbunten Farben. Er kostet 49,95 €. Ich habe ihn bei dm.de bestellt. Er wird auch ab dem 24. September, soweit ich weiß, im Laden zu finden sein. Genau, aktuell gibt es ihn aber noch nur online und ja, er schaut sehr, sehr schön aus. Also das Design gefällt mir schon mal richtig gut. Hier steht drauf, willkommen in der Essi-Weihnachtswelt und da hoffe ich, dass er mir dann auch entsprechend gefällt. Zuallererst fällt mir auf, dass wir hier ein großes Kläppchen haben, was wir zuerst öffnen müssen, um an den Adventskalender ranzukommen. Das heißt, wir haben nicht hundertprozentig einen wiederverwendbaren Adventskalender, was ein bisschen schade ist. Da ich diesen wunderschönen Adventskalender aber super gerne weiterverwenden möchte, werde ich hier oben einfach diese beiden Laschen öffnen und da komme ich an das Innenleben ran. Ich glaube, ihr verzeiht mir das, weil das finde ich einfach ein Stück weit nachhaltiger und so kann ich den Adventskalender weiterverwenden und auch weiter verschenken. Man hätte nämlich hier vorne diese große Klappe entfernen müssen und auch auf der Rückseite und dann bekommt man das Innenleben zum Vorschein. Hier haben wir die verschiedenen Boxen drin enthalten, die ich doch einfach hier hinten stapeln kann und dann schauen wir uns mal die Nummer 1 an, ob sie mich verzaubern kann. Und hier haben wir eine sehr interessante Farbe enthalten, nennt sich Find Me an Oasis oder so. Und das ist so ein, ja, weiß mit einem Müh, aber wirklich nur ein Müh blau-grau. Finde ich richtig schön. Natürlich auch dabei ist die Nummer 2. Und hier haben wir einen 5 ml Lack enthalten. Das ist eine kleine Größe, nennt sich Strong Start. Vom Namen her hätte ich jetzt gesagt, dass es ein Base Coat ist. Aber da es nicht explizit draufsteht, ist es vielleicht ein Topcoat? Weiß ich nicht. Nagellack einfach, ne? Okay. Topcoat, Basecoat ist doch einerlei. Wir machen weiter mit der Nummer 3. Auch hier haben wir wieder einen 5 ml Nagel drin. Nagel vor allem, ne? Nagellack. Und das ist so ein richtiges Rostrot. Nennt sich Mrs. Always Right, die Nummer 413. Auch das ist eine schöne Farbe. Ja, doch. Also wir haben sowas Bläuliches, was Durchsichtiges, was quasi Rotes. Und jetzt gucken wir mal, wie es so weitergeht. Weiter geht es hier mit der Nummer 4. Okay, das ist jetzt kein Nagellack. Das ist ein Good As Gone Clarifying Nail Polish Remover. 25 ml sind hier enthalten. Klar, ab und an, ne, lackiert man sich die Nägel ab. Da kann man das auch ganz gut im Adventskalender drin gebrauchen. Und ist auch ein passendes Tool oder Gimmick zu dem Adventskalender, dass es nicht ganz so eintönig ist. Der Tag vor Nikolaus hat bei der Nummer 5 sein Zuhause. Oh, das fühlt sich etwas schwerer an. Okay, das ist so ein speziellerer. Fairy Taylor nennt sich der. Und das ist so einer von diesen eckigen, gedrehten Dingern. Die finde ich auch ganz cool. Mag ich auch gerne leiden. Das ist so ein rosé-nudiger Ton. Naja, es könnte ein bisschen farbenfroher sein. Dann schauen wir doch mal in den Nikolaus rein. Der fühlt sich auch ein bisschen schwerer an. Hoffentlich haben wir da... Ja, okay, das ist ein Topcoat. Den hatte ich auch schon da im letzten Adventskalender Platinum Great Finish. Und der ist richtig gut. Oh mein Gott, ist der gut. Der lässt deinen Nagellack aussehen, als hättest du Gelnägel drauf. Ich weiß auch noch, als ich den eine ganze Zeit verwendet habe, da wurde ich sehr, sehr häufig drauf angesprochen. Mensch, Claudi, wie kriegst du das hin, dass deine Nägel aussehen, als hättest du Gelnägel drauf, obwohl du normalen Nagellack verwendest? Der hilft einem wirklich dabei. Die Nummer 7 ist im Fenster geblieben. Fühlt sich etwas leichter an. Ja, da haben wir auch wieder einen 5 ml Nagellack drin. Okay, der sieht sehr fancy aus. Das ist die Farbe Wireless is More 606. Und das ist so ein Holo-Gedönsen. So grau-lila-pink-shift-mäßig. Sieht schon cool aus. Und jetzt suche ich mir mal die Nummer 8 raus. Auch wieder ein bisschen leichter. Ja, auch da ist ein 5 ml Ding drin. Sugar Daddy 15. Das ist so ein, ja, ne, rosafarbenes Produkt. Ja, ja, ist auch so ein klassisches Ding. Also bislang sind wir doch eher in der zurückhaltenden Geschichte. Hoffentlich macht die Nummer 9 dieses Eintönige so ein bisschen zunichte. Fühlt sich auch wieder leicht an. Auch da wieder ein 5 ml Ding. Okay, ja, so viel zu eintönig, ist grau.
Chinchilli, die Nummer 77. Ist halt richtig grau, ne? Kann man machen. Lässt die Nummer 10 es endlich krachen? Ich weiß ja nicht. Nee, natürlich nicht, ne? Good to go? Hä? Okay. Das ist dann vielleicht ein Topcoat? Ich weiß es nicht, weil auch das ist ein durchsichtiger Ton. Wir hatten ja eben schon so einen, den Strong Start und jetzt Good to go. Ich weiß nicht, ob das eine jetzt ein Topcoat und das andere ein Basecoat ist, aber komm, wir öffnen jetzt die Nummer 11. Was soll das Gelaber? Ah, der fühlt sich etwas schwerer an. Da ist wahrscheinlich eine Full-Size drin. Okay, okay. Die wird jetzt ein bisschen krasser. Mod Square 798. Siehste wohl. Hier knallt die Farbe. Das ist ein richtig schöner Himbeerton. Mag ich unheimlich gerne leiden. Eine tolle Farbe. Es geht doch. Und erhöht die Halbzeit das vielleicht auch noch? Ja, nein. Ja doch, irgendwie schon. Also das muss man auch sagen. Air Dry 340 hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin. Also das ist so dieses grau-blaue Jeansblau, habe ich letztens tatsächlich aussortiert, weil er mir zu langweilig war. Hätte jetzt vielleicht einfach mal so ein richtig knalliger Ton sein können, ne? Weil wir haben doch jetzt so langsam diesen Flow drin. Nach der Nummer 13 steht mir nun der Sinn. Auch der fühlt sich leicht an, aber ich muss sagen, bislang haben wir, toi toi toi, nicht so viele Notizzettel und so ein Rampampam dabei gehabt. Also bislang ist es okay. Hier haben wir auch ein nicht ganz feuerrot, aber ein schönes Rot. Forever Yummy 57. Das ist auch ein ganz tolles, etwas kühleres Rot. Rot? Lot? Komm, Nummer 14, gib mir Farbe. Ich habe echt Not. Auch die fühlt sich wieder leicht an, aber das ist nicht schlimm, wenn sich die Produkte leicht anfühlen. Auch in einer leichten, kleinen 5-Milliliter-Geschichte könnte theoretisch einfach so ein geiles Gelb drin sein. Ich habe von oben reingelinst und habe dieses Gelb gesehen, aber leider ist es nur ein Öl. Ne? Das ist das Apricot Oil und das habe ich aktuell auch am Bett stehen für meine Füße, für wenn ich abends vorm Schlafen gehen. Liebe Nummer 15, lass uns mehr Farbe sehen. Ja, die ist jetzt ein bisschen schwerer. Okay, ja, also es ist ein bunter Ton, es ist ein gefälliger Ton, aber auch hier sind wir eher wieder in diesem rosa Schema drin. Ich würde mir eher ein bisschen mehr Farbe wünschen. Ne? Das ist jetzt High Maintenance 796. Hoffentlich wird die Nummer 16 mehr ins Bunte gehen. Ich dachte gerade erst, als ich das aus der Packung gezogen habe, dass das so ein schönes, dunkles, moosgrünes, aber die Farbe Nummer 88, Licorice, ist eher ein richtig schwarziges Schwarz. Ja, naja, okay. Kann man wohl in seiner Sammlung haben und gehört da auch irgendwie schon mit rein? Vielleicht wird in der 17 was Bunteres drin sein. Ja, es ist alles sehr, sehr eintönig hier. Schon ein bisschen traurig. Lieblingsmensch, 515, tolle Farbbezeichnung, wunderschöne Farbe. Auch das ein schönes, ja, himbeeriges Rot. Aber Leute, tut das wirklich nochmal Not? Zap, zarab, dann macht doch einfach der Akku schlapp. Wir öffnen jetzt die Nummer 18. No chips ahead. Warum? Ist schon wieder so ein durchsichtiges Vieh. Ey, das muss doch nicht sein. Bitte Leute, packt in die 19 doch endlich mal Farbe rein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ganz ehrlich. Skinny Dip, ja, schöne Farbe, 797. Es ist ein schönes Rosa, aber Leute, das ist alles irgendwie... Mir fehlt da was. Komm schon, liebe 20, sei einfach krass. Ja klar, der klassische Ballet Slippers, die Nummer 6, ne? Das ist mal wieder so ein Roseton. Oh Mann, wieso? Liebe 22, bitte mach mich froh. Fifth Avenue, die Nummer 64. Ja, es ist rot. Es ist einfach rot. Also wer rote und rosafarbene Nägel mag, der ist auf jeden Fall mit diesem Adventskalender sehr gut beraten. Liebe Nummer 23, möchtest du mir dein Geheimnis verraten? Ladylike 101. Das ist so ein gräuliches Lila. Oder Taub? Nee, das ist ein klassisches Taub. Ne? Das würde ich wirklich dazu sagen. Und was gibt's zu Weihnachten? Das sollten wir mal die Nummer 24 fragen. Ja, das ist ein schöner Ton. Getting Groovy 441. Das ist so ein Goldton. Ne? Das passt auf jeden Fall zu Weihnachten. Und da wir ja schon jetzt in super vielen anderen Kläppchen auch was
was Rotes drin hatten, macht es Sinn, hier was Goldenes reinzugeben. Ne? Und aus dem Schnitt muss ich euch noch eben gestehen, ich habe doch glatt die 21 übersehen. Und dabei ist es so eine schöne Farbe, so ein richtig schönes Dunkelblau. Wunderschön. Und den habe ich einfach mal vergessen zu zeigen. After School Boy Blazer, die Farbnummer 799 ist das. Mensch, 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 der wäre mir fast durchgerutscht. Ihr Lieben, ihr habt's gemerkt, ich bin irgendwann so ein bisschen in den, ich weiß nicht, Sarkasmus nicht unbedingt verfallen. Ich habe mich von meinem Reimemonster-Gen auch so ein bisschen verleiten lassen, weil es echt schon mehr anfing. Und es wollte nicht aufhören, so mad zu sein. Ich bin von diesem Adventskalender alles andere als begeistert, muss ich leider gestehen. Ne? Es sind brauchbare Produkte, ja. Und wir haben auch nicht diese nervigen Tools drin, wie letztes Jahr. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber warum? Warum? Ich brauche nicht in einem Adventskalender, für den ich 50 Euro bezahle, 50 Shades of Red oder 50 Shades of Pink. Ich möchte bunt. Es gibt mehr als 24 verschiedene Farben und die kann man doch einfach mal in so einen Adventskalender reinpacken. Denn Leute, die den Adventskalender kaufen, sind doch auch nagelaffin und möchten das einfach gerne. Da möchte man nicht 20 verschiedene Rosatöne haben oder Rottöne haben. Was ist das denn? Oder diese durchsichtigen, weißt du? Drei verschiedene oder mehr durchsichtige, allein den Topcoat und dann die zwei Getting Groovy und Hasse nicht gesehen. Wieso? Also ich bin gerade leicht angepisst, man merkt es glaube ich so ein bisschen, weil ich vielleicht zwei Produkte aus dem Adventskalender behalten werde und der Rest geht halt weiter. Ja, natürlich habe ich die Möglichkeit, Adventskalender zu verlosen oder an Freunde und Familie weiterzugeben, aber das ist so ein trauriger Adventskalender und die waren doch auch letztes Jahr schon so mäh unterwegs. Warum muss das dieses Jahr auch schon wieder so sein? Die hatten mal so geile Adventskalender, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Die haben so schöne Farben in Sonderkollektionen rausgebracht von irgendwelchen Osterkollektionen oder auch jetzt gerade, ne? Und dann bringen die so einen Adventskalender raus. Ey, das repräsentiert die Marke meiner Meinung nach einfach nicht gut. Es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen biestig bin, aber das ärgert mich. Wirklich, ne? Also ja, ich habe jetzt so ein bisschen schön gereimt und das Ganze war dann auch vielleicht ein bisschen fancy. Aber dass dieser Inhalt da drin ist, macht mich echt nicht glücklich. Ja, ich werde mir den wahrscheinlich nächstes Jahr wieder kaufen, weil ich einfach die Hoffnung nicht aufgebe und weil ich das Design halt auch so affengeil finde. Ne? Ich fahre da tierisch drauf ab. Ich finde das echt schön und ich werde es auch weiterverwenden und alles. Aber ich sehe es nicht ein, 50 Euro für irgendwie gefühlt die gleiche Farbe auszugeben oder gefühlt nur einen Rosaton, einen Rotton und durchsichtig. Dafür braucht man keinen Adventskalender, echt nicht. Ne? Das hat sich sogar schon wieder gereimt. Wow. Okay, ihr Lieben. Ihr merkt, es ist mal ein Adventskalender, der mich so ein bisschen sauer macht und da könnt ihr mir auch gerne euer Feedback oder eure Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare schreiben. Können wir uns gerne mal austauschen und falls Essie dieses Video sehen sollte, was ich nicht glaube, aber was ich irgendwie cool finden würde, haut doch einfach bitte nächstes Mal einen raus, gebt uns Farbe, gebt uns Nagellack-verrückten Ladies Farbe, bitte, das erwartet man doch. Egal, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine ganze Playlist mit den Adventskalendern aus diesem Jahr. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!